Ich seh den, ich seh den. Von zwei Seiten. Direkt vor dir, Tulu. Vor dir da oben. Der hat meine Waffe, der hat eine Pistole, der hat einen schönen großen Rucksack. Ich glaube, Zombies kommen jetzt gerade zu dir, drei Stück vom Berg aus. Okay. Bam, bam, bam. Mokka, kannst du mir den Zombie hier vom Leib halten? Ja, natürlich. Fuck, das hat sich angehört wie eine SD. Einer sollte unbedingt auf die Stadt aufpassen, weil da ist jo, die... Ich pass auf, pass auf. Oh mein Gott, wieso schießt der? Die Waffe ist auf dem Rücken und er schießt. Also du hast geschossen, ja. Okay. Ich war ein bisschen erschrocken. Dachte schon. Die Waffe war auf dem Rücken und ich habe das Mündungsfeuer rausschießen sehen, ey. Ich benutze einfach mal eine Bandage, aber ich weiß nicht, ob ich blute oder nicht. Ja. So, also ich bin jetzt am Looten. Guck mal jemand auf die Stadt, ich guck mal hier ein bisschen unseren Berg an, nicht, dass wir irgendwie von die hinten... Die Zombies kommen hoch, das ist das Problem. Oder von der Seite oder so. Die verraten uns auch. Der hat, will noch jemand eine CZ? Ich habe eine CZ. Hast du Muni dafür? Ich weiß nicht. Muss dann mal herkommen und schauen. Sollen wir die Kisten in der Stadt mal looten eben schnell? Das ist, Moment, das ist hier 5 Round 22 LR. Kannst du nicht gucken? Habe ich, ist hier was, ja. Kannst du das mitnehmen? Mache ich. Weil ich mache so ein bisschen den Spotter hier gerade. Zumindest versuche ich das. Okay. Ich bewege mich die ganze Zeit. Dann töte ich die Zombies und guck eben, ob ich den Loot von den Kisten einsingen kann. Vielleicht ist da Essen oder Trinken für uns. Das wäre gut. Ich hab mich welcher ist denn der Grantl? Ich bin hier am Stein. Da hast du erstmal. Ich stehe still am Stein. Der da, oder? Ja. Was machst du? Du wirst beschossen. Fuck! Was machst du? Bin so gut wie tot, Mann. Richtung Westen? Bin so gut wie tot. Straße hoch. Ich bin so gut wie tot, Alter. Ich bin so gut wie tot, Mann. Oh, jetzt schießt er auf mich. Heilige Scheiße, der schießt auf mich, Mann. Ja, ich bin tot. Fuck. Ich sehe nicht. Ich habe auch nichts gesehen. Ich dachte erst, Tulu schießt mich an, Alter. Ja, wieso sollte ich? Du siehst doch das mit dem Sack. Weil er auf mich zukam. Scheiße, Mann. Tulu, du lebst noch? Ja. Ich habe mich hinter einem Baum versteckt. Versucht ihn zu orten. Das war doch Nordwesten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin sogar verblutet. Ja. Auf jeden Fall in die Richtung. Glaube nicht, dass er mich nochmal getroffen hat. Du oben läufst denn rechts, Mucka, ja? Genau, ich versuche den zum Laufen. Und versuch mal da straight drauf zuzulaufen. Du guckst auch ein bisschen, falls er mich schießt. Ja, sobald ich da dann was. Musst du auf ihn schießen, falls du ihn siehst. Ja. Ah, oh, da liegt er am Wald, kannst am du schießen, Wald. Kannst du schießen? Ja. Ich sehe den, ich sehe den. Von zwei Seiten. Direkt vor dir, Tulu. Vor dir da oben. Wie vor mir? Direkt vor dir. Ich hab den getötet. Ich hab den unten im Wald. Ich hab den Schuss gehört. Direkt vor dir ist einer. Das ist ein anderer mit einer Axt. Ja. Da ist noch einer mit einer Waffe direkt vor dir. Ohne. Ich kann nichts sehen. What the fuck. Tötet den Baum auch noch. Ja. Bin fast down. Ich kann nichts mehr sehen. Also vor mir ist irgendwie keiner. Doch, da ist einer mit einer Knarre. Rechne auf jeden Fall im. Namenunfeld bei dir einer mit einer Knarre. Ich höre die Schüsse die ganze Zeit, Leute. Ich bin also in der Nähe gespawnt. Nice. Wow, bei mir blinkt alles. Ich kann fast nichts sehen, aber ich hab mich managiert. Was ist mit dem da unten? Hat ihn jemand geerwischt? Der ist tot, der ist tot. Okay, super. Den hast du, Mucka, ja? Genau, der ist tot. Und versuch's mal, Penkel. Oh, hier ist eine Waffe, Mann. Aber hier sind zu viele Zombies. Boah, AKM, Alter. Einer war da, der wollte mich axten, aber wie gesagt, mit einer Waffe habe ich keinen gesehen, Kevin. Fuck. Ich komme in deine Richtung. Da hat einer in deine Richtung geguckt, aber 100. Da läuft wieder einer in der Stadt. Mit einer Axt. Okay. Leute, ich habe eine Waffe. Nice. Okay. Ich bin in der Stadt, wo wir die ganze Zeit waren vorhin. Die mit dem roten Häuschen? Wo wir die ganze Zeit standen. Ach so. Da läuft einer zu dir hoch. Pass auf, hinter dir. Der letzte von euch. Ich? Ja, ich schieß auf den. Der ist genau zwischen euch. Noch ein bisschen weiter tiefer. Bei dem umgekippten Baum, da drin ist er jetzt. Ja? Oh Mann, Alter. Beim umgekippten Baum. Ist da doch einer. Ja, mit einer Knarre, oder Mucka? Ne, der hatte glaube ich eine Axt, ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich geh mal ran zum Baum. Alter, ich nehme es gerade mit 2000 Zombies hier auf. Fuck. Ich wurde getroffen. Hier wo ich bin, oder? Genau, in dem Baum ist er drin.
Ich schieß mal, vielleicht bewegt er sich. Weil ich kann fast nichts sehen, wenn er blinkt. Und hier alles. Unten ist noch einer. Den töte ich eben. Oh, fuck. Wurde wieder getroffen. Geh mal wenig in Deckung, weil solange ich nichts sehe, kann ich nichts. Mann, sterb doch. Du kommst zu mir rüber. Wir müssen uns auf jeden Fall wieder mit Mukka gruppieren. Okay. Yep. Ich komme zu euch hochgelaufen. Sind wir am stärksten. Okay, Leute, ich habe gerade ungefähr 50 Zombies getötet. Nein, aber 20 Mukka, dass du oder so. Du gekriegt hast, du hast mich fast gekillt. Penner. Puh. Also, blinkt alles. Alles ist weiß und ich sehe fast nichts mehr. Ich habe schon Painkiller genommen, aber es rückt nicht. Genau, lass uns da hochlaufen. Warte mal ganz kurz, ich muss ein was ausprobieren. Ich habe irgendwas im Rucksack, was mich fürchterlich interessiert. Moment, einer ist hinter mir, der kommt den Berg wahrscheinlich gleich auch hoch. Ich habe ein Morphin. Winchester. Ah. Okay, Leute, ich sehe die ganze Zeit weiß und höre Herzschlag. Ja genau, das ist das, was ich ganz am Anfang die ganze Zeit hatte. Das habe ich auch gerade. Das heißt, ihr seid verliebt. Wie geht das weg, Schwuchteln? Aber ich habe bessere FPS damit. Sterben oder heilen. Also Painkiller hat nicht geholfen. Nein. Lass uns erstmal hier ein Stück... Wow, wer ist das? Yo, Buddy, friendly. Wurdest du gerade abgeschossen? Warte mal, du bist auf der anderen Seite der Straße irgendwo. Ich bin nicht friendly, Alter. Hier, dann das hier. Da, ich sehe einen Rennen, Das ist ja wieder in diesem roten Backsteinhaus. Okay. Ja, lass uns erstmal hier weggehen, weil... Ja, der ist zu weit weg, um uns zu töten. Schau mal, hier oben sind wir sicher. Guck mal, ob der Painkiller dabei hat oder so. Ich glaube, da ist so das PvP-Gebiet. Hier die PvP-Stadt. Ich glaube, jede Stadt hier ist PvP. Okay, ich habe hab Painkiller genommen und es hat nichts geholfen. Haben die doch gesagt. Bloodsucker-Balls. Was hast du? Das habe ich gerade mal gegessen. Ich habe Balls of Steel. Ah, du isst Bloodsucker-Balls. Hier. Ein ekliger Mensch. Leute, ich habe zweimal Spaghetti kann bei mir. Und ich habe auch ein Essen dabei. Und ich habe hier Munition für die Sniper, für die CZ. Und ja, ich die lag hier da an Grantels Leiche. Ich werde gleich bescheuert. Ich würde gerne einmal Spaghetti nehmen, vielleicht bringt das was bei mir. Genau. Im Zustand. Nicht mehr einmal Spaghetti, danke dir. Nimm das, ekelhafter Zombie. Ich habe auch eine Woodpile, falls wir Streichhölzer haben, können wir Feuer machen. Ich habe Streichhölzer. Haben wir noch Fleisch, was wir cutten können? Ich habe Muckerfleisch, ja. Zwei Stück. Boah. Hm. Kannst du mir mal das Holz irgendwie geben? Oder genau, warte, lass mal hier hochgehen. Ich glaube, ich sehe da ein Schwein oder sowas. Lol, ich habe schon wieder eine CZ. Die ist voll selten, hä? Ja, voll. Ich habe Munition dafür, also. Wow! Heilige Scheiße! Da war ein Spieler! Oh, das ist ein Schaf! Lass uns das mal töten, vielleicht können wir das cutten. Warte, ich nehm die Axt. Ja, Vorsicht, an. Leute! Weg! Alter! Hallo! Einfach mal ein Spieler, den ich getötet. Alter, ich weiß nichts, aber. Es ist tot, okay. Ich kann's cutten. Jawohl, Alter, da liegen saftig viele Steaks. Okay. Kann man die auch so essen? Nee, warte, ich muss die ja erst kochen. Sonst brauche ich erst das Holz. Genau. Guck mal, ob du das bei mir aus der Tasche nehmen kannst. Sonst lege ich das einfach hier hin. Mann! Ich will endlich, dass die Scheiße weg ist hier, dieses Herz. Was lädt hier immer nach? Ich weiß es nicht. Ja, ist aber auch. Unter uns laufen Leute, aber die haben uns nicht gesehen, die laufen in die Stadt. Also die sind hier eigentlich safe. Schau mal, ob du bei mir aus der Tasche eben das Holz nehmen kannst. Moment, ich habe keinen Platz, ich muss irgendwas weglegen. Mukka, sag nochmal, wie hast du das weggekriegt damals? Sterben. Ich habe alles versucht. Super, okay. Ich habe alle Grafikeinstellungen versucht, das geht nicht an. Weg. Holz habe ich, aber wie zum Geier kann ich jetzt Feuer machen? Mit wenn ihr so nah bei mir seid, geht das nicht. Moment. Muss ich jetzt ernsthaft sterben, Alter? Ich habe das auch, Kantel. Oh Mann, wir versuchen das eben mit Essen wegzubekommen. Ich glaube, das passt. Könnt ihr mir sagen, in welche Himmelsrichtung ich laufen muss? Ich habe einen Kompass. In welche Himmelsrichtung muss ich laufen von der Stadt, wo wir die ganze Zeit waren? Aber ich habe keine Map. Ich habe bei mir in der Tasche eine Map. Das müsste Süden sein, Kantel. Süden. Ja, wir sind von Norden rangekommen, das müsste Süden sein, auf jeden Fall. Dann machst du ein bisschen Südwesten gleich. Du kannst bei mir aus der Tasche eine Map nehmen. Okay. Südwesten. Hier wieder. Dankeschön. So, ich esse jetzt mal zwei Fleisch und dann kann ich die anderen vier zubereiten. Ein bisschen Südwesten oder? Ja, machst du ganz wenig bitte. Dann müsstest du uns finden. Also ganz wenig von Süden weg.
Liegt da unten noch Fleisch und du hast alles mitgenommen? Moment, ich muss erst noch zubereiten. Okay. Also ey, ich brauche auch Mucker Fleisch. Das bringt nichts. Ich habe 2 Fleisch gegessen und eigentlich merklich keine Farbe dazu bekommen. Da vorne ist noch so ein Schaf oder, so, oder ein Schwein. Mal? Deinem Rucksack oder? Vielleicht gibt Menschen weiß es nicht, schau so mal viel. Nach. Ich kann dir nicht nachschauen, wenn du in meiner Nähe bist. Wenn du hast, geh weg, weil ich musste noch 2 weitere zubereiten. Genau. Ein bisschen hoch. Dann lass uns eben das Schwein da oben töten, oder das Schaf, hier oben. Ich versuche das mal schnell zu essen, vielleicht bringt noch ein bisschen was. Hä? Einmal. Yum, yum. Du hast das Rohe geholt. Huckt. Ist bei mir. Ja gut, dann habe ich alle zubereitet. Dann aber ich habe mehr Farbe bekommen, auf jeden Fall. Nochmal mehr Farbe bekommen. Okay, Huck, dann lass brauchst du auch Fleisch? Nicht so wichtig wie ihr. Also erstmal ist wichtig, dass ihr seht. Aber es wackelt nicht mehr. Nee, es ist weg. Nice. Oh Mann, ich brauche auch Muckerfleisch, Mann. Es funktioniert. Dann komm mal schnell hier oben hin. Hier ist... oder einer muss eben am Feuer bleiben, dass wir das wiederfinden. Ja, okay, dann bleibe ich beim Feuer. Dann jagen wir hier ein paar Schäfe. Hier sind zwei Stück. Ich will euch da nichts sagen, ne? Aber das ist verschwommen, ne? Mir wird irgendwie schlecht, Alter. Bei mir ist es alles noch verschwommen, aber es macht nicht mehr so. Ich kotze hier gleich mein Mikrofon an, ey. Blinkt so. Wenn du weiter hoch gehst an den 2 Tannen, da war noch ein Schaf. Also, wenn du zu uns schaffst, dann können wir dich gleich voll heilen. Ja, ich probier's. Also, die Himmelsrichtung müsste stimmen. Ich seh's leider nicht. Weil links von dir war. Warte, ich hab da auch ein Tier gesehen. Soll ich das Tier töten? Ja, genau. Und dann cutten. Am besten. Halt mal den Regen aus, Junge. Kuru, halt die Flamme am Leben. Schon zu spät, hab sie schon ausgepinkelt. Ah, ich hab das Messer weggeschmissen. Mann, Alter. Hast du es gefunden, Mucker? Hier war das. Da, vor dir. Rechts. Ey, der Regen ist ja so laut, ey. Ja, Mann. Ich geh dir meine Knarre aus. Ich geh dir ein bisschen ab. Okay, wir haben noch 8 Fleisch. Das sollte reichen, damit wir euch beide zumindest schon mal voll bekommen. Also eins bräuchte ich noch, dann könnte ich wieder spielen und die anderen können wir dann aufbewahren, falls nochmal einer beschossen wird. Dann esse ich noch eins, aber... Also bei mir... Ah doch, das bringt Farbe tatsächlich. Bei mir hat's deutlich was gebracht. Ich hab 8 Stück, ich hab 8 Stück, also wir haben echt eine Menge jetzt. Kann da überhaupt nicht drauf gucken, weil mir wird voll übel, Mann. Ja, aber es war echt... Okay, der Regen ist extrem laut. Ja. Aber ich hab gesehen, wir können auch andere Server, also das ist irgendwie alles offiziell halt. Also ich muss sagen, ihr macht das Spaß, also. Ja, macht das Spaß. Das macht doch, ja. Auf jeden Fall. Ist auch leichter Stress und so, das ist cool. Ist halt sehr viel PvP, aber why not? Why not? Ist auch viel improvisieren, das finde ich auch geil. Dieses Fraktionssystem ist echt geil, Mann. Ja, und dass man sich hier einfach taggen kann, das ist auch cool. Ja, das war nämlich auch bei DayZ das Problem. Bist du das? Ja, aber dir bringt's ja trotz diesem System nicht. Ja, aber ich lauf zu dir. Was machst du? Du schießt auf mich. Das Feuer ist aus. Ja, ich hab's ausgemacht, aber kannst du wieder anmachen. Ich schau schon mein Inventar. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich schau in mein Inventar und denk mir so, okay, Tudo ist gleich da. Was macht er denn? Schieß mich an. Wo seid ihr hin? Hier ist das Feuer, ne? Genau. Hier. Ich wollte nur weggehen, weil du hast gesagt, wenn ihr kommt. Ja, aber kommt, ich hab doch kein Fleisch. Ich kann doch nicht. Ich hab das Fleisch, du musst das nur anmachen. Kannst du es nicht? Nee, ich hab kein Streichhölzer. Ja, aber braucht man doch nicht. Einfach hier Mausradfeuer entzünden. Mhm. Ohne Streichhölzer kannst du ein Feuer machen. Ja. Du musst nur die zum Feuerstelle erstellen, brauchst du Streichhölzer. Okay. Ah, fail. Ja, stimmt. Inventar. Wie hast du gekocht? Einfach Cook Meat dann. Kannst du die Alter. Bei dir? Der Regen, dieser Herzschlag, dieses Verschwommene, es geht mir so auf den Sack. Und mir wird voll schlecht, ich schwör's euch. Das Feuer geht sofort aus bei Regen. Ja, du musst schnell sein. Puh. Alter, ohne Scheiß, ich glaube wirklich, ich muss weil du kotzen, die Cook Meat Animation hinbekommen hast. Nein, hast du runter. Okay. Jawohl, ich hab's. Bisschen Glücksspiel. Meine armen Zuschauer zu Hause, ey. Ja, ich denke, ich werde auch die erste halbe Stunde absolut nicht gedauern können, wo wir alles so erklärt haben. Ja. Weil das ist, ich weiß nicht. Im Moment gibt's einfach nur Regen, Lautstärke und nichts. Also ich habe 8-mal Fleisch jetzt, ihr könnt euch bedienen. Ich esse auch einmal. Kannst du das alles auf einmal gucken, oder wie? Ja. Esse ich auch mal noch eins. Ich nehme noch einmal. Ne, nehmt euch mehr, guckt, dass ihr aufnehmen könnt. Ich nehme mir 2-mal dann. Versucht mir ein bisschen was übrig zu lassen. Ja, wir nehmen halt einfach mit. Also 2 Stück wirken runter.
Also drei Stück habe ich noch für dich mit zwei ja, Stück. Ich habe ich hab jetzt drei Stück dabei. Jetzt mal noch eins. Eins. Jawohl, ja, noch eins mehr. Geht noch. Ich nehme noch eins. Ja. Wieder Spiel. Jawohl, nice. Ich habe ein Stück mehr Farbe. Ist das die Stadt da links? Oh, warum übersteuerst du immer, wenn du einen Satz anfängst? Also richtig laut. Wer? Du. Ja? Ja. Ja, das ist diese automatische Lautstärkeanpassung. Mach die mal automatisch aus, die ist automatisch scheiße. Nee, dann musst du ja wieder mein Dings justieren. Also entweder kriege ich dich rauschend oder übersteuern. Klingt fair. Ich habe noch in meiner Tasche ein Unertel 8x Rifle Scope für die Waffe M1903 Springfield. Also so ein Zielfernrohr. Also Leute, ich bin jetzt die ganze Zeit Südwesten gelaufen, bin jetzt an der Straße. Wir sind direkt, wir sehen die Stadt noch, also wir sind nur ein bisschen weiter oben im Wald. Ich glaube, ich bin falsch, Mann. Bitte mal ganz, ganz kurz AFK. Mann, ey, ich sehe überhaupt nichts, Alter, ich sehe. Komm mit neu, hab ich noch. Ich habe ziemlich wenig hier. Ich könnte einmal schießen, dann kannst du schauen, ob du das hörst. Ja, wenn ich das durch den Regen hören kann. Ich versuch mal. Oh, ist laut. Ich habe nichts gehört. Geh zurück zur Stadt. Sollten dann auch, wenn wir uns das alle wieder gefunden haben, weiterziehen vielleicht, nicht mehr auf die Stadt hier gehen, weil die ist echt übel. Ja, Alter. Das ist wahrscheinlich so der Mittelpunkt von den Spawns, denke ich mal, weil hier waren sehr viele mit unbewaffnet. Soll ich weiter auf dem Südwesten laufen, oder? Hast du vielleicht eine Stadt mit einem Straßenschild? Ich laufe jetzt an der Straße lang, ich glaube, vielleicht finde ich da was. Also wenn du einen Stadtnamen siehst, dann kann ich dir sagen, oder hast du eine Map? So, ich frage auch mal schnell den gleichen. Ich habe nur einen Kompass. Okay. Also anscheinend liegen Polina, Dolana und sowas alles nebeneinander hier. Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar da. Schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei. Einmal bei dem Turo, der mitgespielt hat, einmal beim Kevin.de, der mitgespielt hat und einmal bei dem Grandelbart, der mitgespielt hat. Außerdem habt ihr hier oben noch ein Arma 2 Daisy Video und unten die letzte Folge Arma 3 Breaking Point. Haut rein!